Yo, Sims 4-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Ihr habt beschlossen, dass wir mit Sarah zwei, drei Folgen erleben werden, um sie ein bisschen näher kennenzulernen, um ihren Charakter ein bisschen auszufeilen, ehe sie halt auf die vielen anderen Charaktere trifft und dann verändert sich natürlich ihr Charakter automatisch mit. Ne? Und naja, da sie ja schon einen Job hat, wird das Ganze auch recht flottig mit ihr gehen. Was? Geht es in dem Buch um Sandwiches? Ich bin immer noch unsicher, wie ich sie sprechen soll. Die etwas quietschigere Variante der Marvin-Stimme könnte auf die Dauer auf die Nerven gehen und zu Schwierigkeiten führen. Und ansonsten, sie könnte natürlich auch dieser etwas ruhige Typ sein, der man mit dieser... Ja, ich... Hi, ich bin Sarah und ich lese gerne Bücher. Ne, dieser Mädchenstimmen-Typ, der... Wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt leidenschaftsloses Sprechen oder hat sie einfach kein Selbstbewusstsein oder ist das eine Masche? Dieses Buch bringt mich zum Strahlen. Ich habe einfach mal ein paar Seiten überblättert, was so toll ist es eigentlich gar nicht. Oh, was steht denn da? Erdbeerkuchen. Puh, keine Lust auf Erdbeerkuchen. Und es zurück ins Regal stellen wäre auch zu aufwendig, glaube ich zumindest. Liebe in Zeiten der Stulle. Kannst es ja mal analysieren. Tagesaufgabe: Bücher lesen. Ist abgeschlossen. Alles gut. Scheint sie auch gut zu unterhalten. Was passiert genau, wenn sie das Buch analysiert? Bekommt sie denn eine Verbesserung auf ihre Stimmung? Was haben wir denn draußen eigentlich alles? Läuft denn von unseren Sims schon. Sonja, ich sehe dich. Sonja, du kannst mir nicht entkommen. Okay, ich glaube, hier müssten eigentlich alle aktuell noch arbeiten, beziehungsweise jetzt eigentlich gerade aus der Schule zurückgekommen sein. Nerdhirn. Drei Bücher zu Ende lesen, Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Was ist denn hier? Monika Mantram. Jo, ich bin der coole Monika und ich schlafe hier lang, ne? Ich habe voll die Muckis dran und das ist ganz cool. Ja, meine Klamotten, die sind eher so ein bisschen schlicht, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich bin der Monika. Ja, der Monika geht's auf jeden Fall gut. Wen haben wir denn hier drüben? Alex Kreitz. Guckst so ein bisschen angepisst. Hallo, ich bin cool und die Welt ist scheiße. Und deswegen hat die Welt wegzugehen. Oh Gott, der macht mir Angst. Hey, wir könnten draußen noch Pflanzen anpflanzen, aber ich will nicht noch mit einem Sim Pflanzen anpflanzen, weil das mit dem Pflanzen anpflanzen war auf die Dauer. Ein Brunnen! Frösche suchen! Oh ja, Sarah sollte auf jeden Fall auch das Frosch-Hobby haben. Ein Tautropfen. Plup. Aber erst will ich noch gucken, was passiert, wenn sie das Buch analysiert hat. Brinke Knorr. Was? Ein Mond aus Käse? Ich weiß nicht, was sich der Autor dabei gedacht hat. Ist mich uncool. Vielleicht ist es auch nur eine Metapher und ich verstehe sie nicht. Sie sollte doch das Nerdhirn sein. Aber Sarah ist halt das Nerdhirn in Blond. Ohne jetzt Blondinen beleidigen zu wollen, ihr versteht das Klischee und deswegen meine Metapher, meine farbige Metapher. Und ich, das ist jetzt nichts gegen farbige, man sagt dazu farbige Metapher. Man redet sich in Teufelsküche, was man auch sagt. Und das mit Teufels, das ist jetzt keine religiöse Andeutung. Ich wollte in keiner Weise irgendeine Glaubensfigur beleidigen. Gerade nochmal gerettet. Was sind da vorne überhaupt drauf? Das Meer und dann ist eine große Sonne. Trotzdem bringt mich dieses Buch irgendwie zum Strahlen, aber nur in Gedanken. Ich habe die Zahnspange installiert, fällt mir gerade auf. Test. Oh, und ich habe Caps an. Testing Cheats enabled. Nee, Testing Cheats true reicht ja nur noch. Genau. Und dann Cars Full Edit Mode. Ich weiß nicht, ob das Cars Full Edit Mode war das richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich halt nicht, ob man also die Zahnspange bei ihr hinzufügen kann, ohne dass man den Full Edit Mode anhat. Und ich weiß auch gar nicht, wo die ist. Und wahrscheinlich ist es eine. So Gangart ist so super. Wahrscheinlich ist es eine Brille. Und sie trägt schon eine und sie kann nicht noch eine zweite tragen. Ja, Full Edit Mode hat funktioniert. Oder? Was könnte es sein?
Ich habe die Zahnspange installiert. Glaube ich, zumindest. Vielleicht ist es auch eine Mütze. Oder ich hätte mir genauer angucken sollen, was ich da installiere. Was mir jetzt einfällt, wenn die ihre Stimme so sprechen wollen, dann müsste sie... Ich bin Nasenscheiben. Nasenscheiben? One genie, Lorray. Pretty Gatharma. Aphorisma. Ah, Yabasani. Ja, das passt schon mehr zu dieser komischen, etwas sanften, ruhigen Sarah-Stimme. Kambippa Womberg. Jetzt muss ich nochmal gucken und mir nachlesen, wie das mit der Zahnspange war. Ja, er hat mir geschrieben, es gibt Zahnspangen und ich habe ganz erfreut festgestellt, jup, es gibt Zahnspangen. Und das, habe ich das installiert? Sind das Duffs? Genau. John Brace sind die Dinge von, also... John Brace Sims 4. Braces für die Sims 4. Ach, Skin-Details sind die. Gesichts-Skin-Details. The Clone of Mouse Beauty Marks. Das ist ja schon mal nicht... Das waren andere Skins. Das ist auch das rote Näschen. Das hier sind... Alterserscheinungen. Aha, hier hätten wir die dann. Sag doch noch mal was. Mibun Grosh. Zambum Inabash. Ja, sie trägt eine Zahnspange. Ist es super. Juhu. Findet man auf dem Tumblr-Blog Yongarakun, also J-O-N-Gara, also G-A-R-A-K-U-N.tumblr.com. Prinzipiell, wenn ihr Sims-Downloads sucht, geht auf Tumblr. Ich weiß nicht, warum die Deutschen sich so schwer tun mit Tumblr, aber ich lebe auf dieser Seite. Oh, sie hat jetzt... Zahnspange, ist das super oder ist das super? Huch, Kamera ist empfindlich heute. Was ist denn los mit dem Ding? Eigentlich müsste sie, wenn sie eine Zahnspange hat, so ein bisschen lispeln. Also das ist jetzt auch wieder ein Klischee, aber wenn man so ein bisschen... bisschen lispelt. Soll heißen sie, würde quasi so sprechen. Das klingt aber fast wieder wie Chloe. Weil Chloe lispelt ja so ein bisschen, ja? Chloe ist ja so ein bisschen. Sag mal, was machst du denn da, Sarah? Sie ist tollpatschig. Sarah, wenn Sarah lispeln würde, würde sich das Ganze so anhören. Ich kann nicht lispeln. Also, das ist mehr, das ist weniger. Das ist aber das typische Sprechen mit einer Zahnspange. Das weiß ich. Das würde komisch klingen. Hey, Moment, es gibt auch eine Kinderversion dafür, ne? Dann könnten wir Chloe nämlich auch eine Zahnspange verpassen. Das ist irgendwie lustig. Seriously, Hat sie gerade im Ohr gebohrt und dann im Salat gemanscht? Naja, du musst es ja essen, ne? Ich denke über mich selber nach. Ja, sie kann ja wirklich so eine ruhige Stimme haben, aber man könnte sie lispeln. Das wäre lustig. Ah, schöner, leckerer Salat. Schmeckt irgendwie nach Ohrenschmalz. Komisch. Ah, sie ist süß. Ja, ich könnte sie mir lispeln vorstellen. Herrlich. Ich glaube, wir haben die Linie für sie gefunden. Sarah, leicht am Lispeln, hat eine ruhige, eigentlich sehr angenehme Stimme. Kind, man geht nicht einfach mit einem Opa, den man auf der Parkbank kennengelernt hat, mit nach Hause. Ah, Yanabi. Hallo. Jetzt ein Törtchen. Hallo, ich stehe auf handfeste Spielchen mit Hühnern. Wann wiss. Wir sitzen in meinem Mülleimer. Und die Sonne scheint. Ich gehe. Okay. Alter, dass die immer alle abhauen müssen. Bist du jetzt langsam fertig mit deinem Salat? Nee. Die ist ja noch langsamer als ich. Schmeckt er denn? Oder wie du sagen willst, schmeckt er denn? Oh, guck mal, ihr Sozialbedürfnis völlig im Eimer. Du könntest mal deine Nachbarn besuchen gehen. Ich wäre erstmal dafür, dass wir die... Baumgartners begrüßen gehen, oder?
Wobei, da würden wir noch verrücktere Leute kennen. Oder wir gehen erstmal gegenüber unseren Nachbarn besuchen. Da wäre ich für. Und sie das Essen jetzt mit. Nee. Wieso magst du nicht? Geht doch. Die Galerie enthält unglaubliche Kreationen von anderen Simmern. Wir sind Simmer? Okay. Will aber kein Simmer sein, das klingt komisch. Na gut. Klicke dein Zimmer auf Reisen, das machen wir gerade. Da, Töne, die übereinander gehen und verschiedene Geräusche und hast du nicht gesehen. An die Tür klopfen. Sie läuft es so gut. Sie läuft so super, sie läuft einfach so super. Oh, gleich komm rein. Alle nur am Zocken. Oder lesen. Hallo, ist hier jemand? Ich bin einfach so... Ist hier... ich hätte vielleicht ein Willkommensgeschenk mitnehmen sollen, weil ich jetzt ja neu in der Nachbarschaft bin. Ich stelle mich dann erstmal bei dem Kind vor. Was will sie machen? So. Lustig vorstellen durch die Wand, das geht natürlich auch. Sag doch mal... Moi, hallo. Die anscheinend ein Buch über Regenbögen liest. Hallo, ich bin Sarah. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich hab leider kein Auto. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich hab auch keinen Mülleimer. Habt ihr einen Mülleimer? Ich hab leider keinen. Was? Nee, wir sind auch erst eingezogen. Wir haben auch noch keine Mülltonne. Ich weiß nicht, die werden hier, glaube ich, geliefert. Also, genauso wie eine Kommode. Es war auch schwierig, die an Land zu ziehen. Und ich setze mich mal neben dich. Und hi, übrigens. Das ist ja ein schönes Schloss, was ihr habt. Ja, danke. Das habe ich selber gebaut. Also, mein Papa eigentlich. War super, das hält auch Regen ab, weil man ein Dach über dem Kopf hat. Ich mag Bücher. Magst du auch Bücher? Bongos, was? Ich habe mich abgelenkt mit meinen Gedanken. Puste, magst du Büsten? So als Dekoration im Haus. Das wäre doch schön. Kann ich deine Handynummer haben? Lass uns Freunde sein. Ich like dich auf Facebook. Was? Ich habe kein Facebook. Sowas habe ich heutzutage nicht mehr. Facebook ist out. Fliegen sind auch out. Fliegen sind eklig. Das heißt ja jetzt auch Flybook, deswegen. Na super, ich hatte gerade einen Salat. Der hat nach Ohrensmalz gesnackt. Kennst du sowas? Das ist seltsam. Was? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne nur Eheprobleme. Ach so, super. Freut mich. Sag mal, Videospiele. Spielst du gerne Videospiele? Ich habe leider keine Konsole oder sowas. Ich kann nur auf meinem Handy zocken. Das spiele ich immer Solarium. Was? Ja, das geht ab wie eine Rakete. Voll das geile Spiel. Ja, genau, Solarium. Da wird man dann braun und wenn man nicht aufpasst, wird man gegrillt. Schön, dass wir darüber geredet haben. Können ein bisschen tratschen. Über neueste Bücher reden, weil das spannend ist. Nach Tag fragen. Nee, ich bin ungebunden. Ich will niemand haben, weil ich immer die Leute anspucke, wenn ich spreche. Ah, ja, das kann ich verstehen. Das hast du bei mir auch gerade die ganze Zeit gemacht. Magst du Bücher? Magst du Bücher? Also, um nochmal aufs Solarium zurückgekommen. Ich brauch das nicht, ich bin von braun. Ja, so braun wie ein angebranntes Grill-Sandwich, sieht man doch. Ey, Mann, geh mal weniger raus, sonst wirst du noch schwarz wie so ein Kaffee. Was? So wie du? Ah, witzig. Ich bin heller als du, weißt du? Aber es wäre eigentlich cool, wenn ich ein bisschen Farbe zulegen würde. Ey, muss ich auch mal Solarium spielen, aber ich ziehe mich dann lieber wärmer und dichter an. Und dann, das ist wie Musik in meinen Ohren. Ich habe keine Ahnung, wovon ich hier gerade rede. Und was das Ganze mit Cupcakes zu tun, weiß ich auch nicht. Aber die Rezepte im Internet von denen sind voll eklig. Ja, weiß ich, habe ich schon ausprobiert. Das war die reinste Geldverschwendung. Ich weiß nicht, wer so einen Scheiß schreibt, ey. Ich bin deswegen umgezogen, weil jemand solche ekligen Sachen ins Internet gestellt hat. Du würdest sowas nie tun, das weiß ich. Sag mal, apropos Internet, kann ich deine E-Mail-Adresse haben? Lass uns Freunde sein auf anderen Seiten, zum Beispiel auf... Teichnetbook Connection. Echt? Ja, geil, lass mal Freunde sein. Boah, jetzt ein Cupcake. Okay, die beiden können über einen Umzug reden. Super. Hast du dich schon mal mit Moe angefreundet? Das ist sehr positiv. Marvin zockt die ganze Zeit nur, ne? Ich heiße ich meine natürlich so. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen die Foren trollen. Okay, neue Cupcake-Rezepte. Okay, mal schreiben wir was ganz Ekliges rein. So. Ah, die Frikadella hat die wieder geliked. Ist ja geil. Ja, dass die immer isst, das ist ja eklig.
So, diesmal nehme ich welche mit Geschmack nach Zahnpasta. Mal gucken, wer die nimmt. Und die nenne ich Peppermint Fresh. Ja, geil, das teile ich jetzt so. Das wird niemanden auffallen. Maui ist unwohl. Wieso ist Maui unwohl? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch mal gehen, weil Toilette und so. Und es ist ja auch schon spät. Kannst du Bye-Bye sagen? Sag mal Bye-Bye. Auf Wiedersehen. Und dann gehst du nach Hause. Nein, du sagst erst auf Wiedersehen. Und dann gehst du nach Hause. Auf Wiedersehen. Toll, jetzt hat sie mir zum Schluss nochmal ins Gesicht gespuckt. Und ach so, sie schläft, weil das Bett ist besetzt. Naja, gut, dann gibt's da halt wieder ein bisschen Kuddelmuddel. Ach so, wir müssen jetzt hier per Ladebildschirm. Wie sie läuft, ist so gut. Wie er läuft, ist gut. Also, wieso joggst du denn jetzt? Ja, wollte gerade sagen, du wohnst doch gegenüber. Weh, du joggst woanders hin. Ja, ich finde Lispeln, finde ich sie süß. Lispeln ist lustig, ich finde das irgendwie drollig. Das ist zwar noch nicht richtiges Lispeln, was ich hier betreibe, aber es ist auch schwierig nachzumachen. So ein bisschen nettere Stimme und dabei noch das zu lispeln, ist doch eigentlich ganz drollig. Man fängt auch beim Lispeln an, automatisch sehr ruhig zu reden. Das passt sehr gut, weil ich normalerweise mehr so aufgedreht bin, wenn ich rede. Was, Honey, wäre uns nie aufgefallen? Guck mal, da sind so zwei dubiose Typen, die gerade, ich will es gar nicht wissen, was ausgetauscht haben. Drogen oder sowas. Ja, du musst Oma puschern, ich weiß. Komm, dann geh mal in dein biederes Badezimmer. Boah, das ist so richtig schönes Oma-Badezimmer, oder? Warte, muss ich schon jetzt nochmal näher angucken. Ja, einen Schreikrampf kriegen, wenn mein Bad so aussehen würde, aber zu ihr passt. Oh, ich muss pissen. Vielleicht sollte sich das Wort Pullern angewöhnen, wie ich das ganz gerne sage. Alles gut? Sehr schön. Hätten wir das Problem auch erledigt. Gut, sie ist noch nicht ganz so wirklich müde. Das kann sie dann eigentlich auch noch essen. Nee, nicht her der Schaukeln lesen. Du gehst jetzt Gartensalat essen. Hast du die Hände zu Ende gewaschen? Sie läuft, ist so super. Schmeckt's noch? Schmeckt immer noch so ein bisschen nach Ohrenschmalz. Seltsam. Aber es riecht nicht danach. Ich frage mich, wie es danach schmecken kann. So, jetzt räumen wir das Ganze noch auf. Oder wir schmeißen es in den Müll. Nee, ich räume es lieber auf. So. Hat ganz schön Booty. Unglaublich. Das war's dann mit dem Teller, aber den habe ich so eh nie gemocht. Und sie muss auch drin schlafen, weil morgen ja Arbeit und so. Wobei sie kann später schlafen, aber... Ach, die Klamotten sind so super. Na dann, gute Nacht, liebe Sarah. Und bis morgen.